gibt es, wie viele Ausgänge gibt es hier in diesem Raum? Einen. Also es ist wohl auch mehr schlecht als rechter Gang, der wohl in den Stein geschlagen worden ist und der dann wieder im Inneren des Berges verschwindet. Tordal, greift ihr den Anführer. Ihr anderen beiden lasst niemanden am Leben. Ich werde den Gang sichern. Verstanden. Nickt nach Minus den anderen einmal zu der Reihe nach und lässt sich fallen. So sei es. Für den Imperator. Ja, die letzten Meter gehe ich auch im Schnelldurchgang darunter. Ich möchte im Fall, wenn das geht, die Richtung mit dem Sprungmodul ändern, dass ich so grob in diesen Durchgang ankomme. Ja, das heißt, du möchtest vor allem den einzigen Durchgang versiegeln, ja? Genau. Gut. Gib nun alle mal eine Initiative, dann können wir mal schauen, wer wie schnell handelt. Initiative ist ein D10 plus D10 Agility, Gewandheitsbonus. Right? Gut, dann könnt ihr alle als erstes handeln. Wir beginnen mit Tordal. Da ich mir ja... Also steht denn um den Riester noch irgendjemand herum? Also du gehst davon aus, es ist so 20 Leute sind das. Er selbst steht auf dem, auf oder neben diesem Metallskelett und predigt zu den anderen. Er ist also quasi alleine. Wie schwer schätze ich dieses Skelett ein? Boah, das ist 3-4 Meter groß, aus Metall und das wird sicherlich ein paar hundert Kilo wiegen. Ein paar hundert sollte mit dem Umwerfen eigentlich kein Problem sein. So, dass es sozusagen in die Richtung der Kultisten fällt. Ja, also das würde auf, also je nachdem, wie es verankert ist. Aber wenn du gegenspringst mit deinem Modul und nochmal gut durchzündest, dann kannst du es vielleicht umwerfen, ja? Und dabei würde ja dann der Priester runterfallen. Aber gut, dann würde er sich wahrscheinlich verletzen. Nee, ich muss ihn so packen. Das war gerade eine halb so gute Idee, wie sie zuerst in meinem Kopf war. dann in der einen Hand das Kettenschwert, in der anderen versuche ich ihn dann gleich zu packen und mache dann einfach so einen Sprungsturmangriff mit meinem Sprungmodul und versuche ihn dann mir direkt einfach zu packen. Dann würfel ich jetzt mal ein D100 für den Pilot. Du musst für Sprungangriff mit dem Sturmangriff mit dem Sprungmodul nur würfeln, wenn du deine Reichweite erhöhen willst. Oh ja gut, dann hab's jetzt einmal zu viel. Aber dann ist es halt von meinem Sturmangriff, der reicht mehr als locker. Um ihn zu packen. 57, dann nehmen wir das Angriff. Und ich muss gerade überlegen, er kann natürlich ausweichen würfeln und das wird er natürlich auch versuchen. Ist er nicht überrascht? Er ist überrascht, ja, und mit der 62 hätte das sowieso nicht geklappt. Er versucht sich unter deinem Panzerhandschuh durchzutauchen, kannst dann aber eben auch noch einmal letztes Mal korrigieren, packst ihn in eine Gurgel und hast ihn dann. Ich heb den dann halt so hoch an der einen Hand, in der anderen Hand das kreischende Kettenschwert. Und guck dann runter zu den Kultisten und guck einfach nur finster runter. Okay, mit dem Kettenschwert nach unten. Du kannst Panik in ihren Augen erkennen. Nicht in der des Anführers, aber vor allem in denen der anderen Xenos-Kultisten. Und dann kannst du sehen, wie Bruder Arminius neben dir an dem Eingang aufschlägt. Arminius landet, zieht seine Boltpistole, ruft noch einmal, lasst niemanden am Leben, und fängt einfach an, sie zufällig in den Raum zu entladen. Okay, also jeder Schuss ist im Prinzip ein Treffer. Ja, ich glaube, man kann in Death Watch kein Sperrfeuer mit halbautomatischen Waffen geben, so, wir würfeln gar nicht erst. Nein, wir würfeln nicht, du wirst auch treffen, das sind wie gesagt 30 Leute, die können halt auch wirklich nicht mehr ausweichen, es sei denn, sie tauchen irgendwie an die vorbei, was sie dann sicherlich auch gleich versuchen, aber noch sind sie nicht dran. Dann Gabriel. Ich habe mein Schwert gezogen, mein Kettenschwert, lass es aufheulen und sprinte nun in die Masse hinein. Schlage nach links und rechts, um so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Ja, das wäre tatsächlich noch gelungen. Ja, dann kannst du, es ist zwar nicht gut gelungen, aber du kannst dann auf alle Fälle so ein bisschen von dieser Klippe runterdrängen, die natürlich noch weiter runter geht. Viele weitere 100 Meter, ihr seid jetzt sicherlich 200 Meter nach unten geklettert, aber sie geht noch weiter. Und alleine mit einer bloßen Bewegung deines Schwertes stieben sie an dir vorbei und du kannst dann eben hören, wie sie dann den Fels nach unten stürzen, krachen, schreien, kreischen, dann brechen irgendwann Knochen und das Genick. Und dann rauschen nur noch Steine runter. Dann bin ich dran.
Und ich würde ganz gerne meinen Blitzprojektor benutzen. Versuch's. Der Kultanführer in den Händen von Tordal wird selbstverständlich versuchen, sich zu verteidigen. Das ist zwar ein Schuss mit Fernkampfangriffen in den Nahkampf, aber er versucht und er schafft's. Das heißt, du darfst den parieren, Tordal. Parieren? Ich kann doch keinen Schuss parieren. Im Nahkampf schon. Ja? Naja, du parierst dann halt die Waffenhand und nicht die Waffe selbst. Ja gut, das macht Sinn. Ah, ja, okay, das ergibt Sinn, ja. Das macht Sinn, okay, gut. Also dann. Offensichtlich kannst du nicht den Schuss selbst parieren. Ja, du kannst sehen, wie er wohl ein metallisches Gerät spiralförmig irgendwie in seiner Hand hat. Er richtet es auf dich, könnte sowas so aussehen wie eine Boltpistole. Und kurz bevor er abdrückt, kannst du ihm mit deinem Kettensingschwert die Hand abschneiden, sodass er dann das Ding heulend zu Boden fallen lässt. Okay. Gut. Es blitzt aber einmal. Hinweis, dieser Blitzprojektor ist eine Xenos-Waffe und macht 2W10 plus 5 Energieschaden durch Schlag 8. Das tut also richtig weh. So wie Xenos-Waffen das nochmal tun. Genau, aber der Gebrauch ist selbstverständlich verwerflich. Okay, dann kommt Octavius hineingestürmt. Nun, ich werde mich an dem Vorbild von Bruder Gabriel orientieren. Und auch mit meinem Kettenschwert versuchen, die Ketzer über den Rand zu treiben, sodass sie in ihre Verderbnis stürzen. Ja, machen wir das an der Stelle kurz. Die Leute hier selbst sind nicht wirklich bewaffnet. Lediglich der Kultanführer hatte eine Xenos-Waffe bei sich. Und dadurch, dass er jetzt entwaffnet ist, könnt ihr dann einen nach dem anderen der Gnade eures Kettenschwertes hinzufügen oder eben sie über den Abgrund treiben, denn sie sind die Boltmunition nicht wert. Ungefähr 2 Minuten später steht ihr in der gesäuberten Kammer der Kultisten. Ich gucke so zu dem Kultisten in meiner Hand, hab so 2 Finger so auf den Unterkiefer und den Rest so unter dem Kinn. Spring dann nach unten zu meinen Brüdern mit ihm in der Hand. Seht euch diesen Ketzer an, den ich in meiner bloßen Hand zerdrücken kann. Hat dich die Waffe denn jetzt noch getroffen? Das habe ich nicht ganz genau verstanden. Oder hast du einfach nur gesagt, wie viel Schaden das macht? Okay. Weil wir vermutlich eine solche Waffe dann nie wieder sehen. Okay, okay. Ja, weil ich hab mir die Hand abgeschnitten, bevor er mich abschießen konnte. Dieser Tag ist ein trauriger. Ihr könnt das nicht verhindern. Das große Erwachen wird vorbereitet. Was für ein großes Erwachen. Die Wiedergeborenen, die Todlosen, sie kommen. Ihr könnt es nicht aufhalten, wir sind viele. Und ich weiß, ihr seid die Hunde des Imperators, aber die anderen waren vor euch hier. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben den Schlüssel, sie haben die Koordinaten. Wir werden sie erwecken. Und dann jagen wir euch Imperiale zur Hölle. Welche Koordinaten? Zu ihrer Stadt. Zu ihrer Stadt. Wir werden sie öffnen. Und dann werdet ihr alle zugrunde gehen. Nicht nur der ganze Planet mit euch, sondern der ganze Kreuzzug. Der ganze Kreuzzug wird einbrechen. Es haben schon weitaus Schlimmere als dich, du jämmerliches Wiesel, versucht, den heiligen Kreuzzug des Imperators zu stoppen. Glaubst du daran, was du Einbildungen, deine Wahnvorstellungen könnten daran irgendwas ändern? Ihr könnt mich umbringen, aber die Todlosen werden mich wieder erwecken. Ich bin ein Diener, ein mächtiger Diener von ihnen. Dann schlage ich vor, ihr sagt uns, wo die Koordinaten sind, bevor Tordal sich entscheidet, euch nicht umzubringen. Ich weiß nicht, wo die Koordinaten sind, aber sie wissen es. Die Space Marines wissen es. Und sie werden sie wieder erwecken. Und wo sind sie? Sie sind bei uns auf den Inseln, den Kardanischen Inseln, im Süden des Planeten. Ihr könnt es nicht aufhalten. Tordal. Beschreibt mir erst die anderen Marines. Sie waren nicht schwarz, sie waren grün. Grün? Wie die des meines Bruders? Ja, die Schulterplatte erkenne ich. Aber sie haben mit uns geredet und uns nicht abgeschlachtet.
Sie verstehen die Todlosen. Sie erwecken sie. Sie machen gemeinsame Sache mit unserem Anführer, Phineas Urbright. Wir müssen uns diese Ketzerei nicht länger anhören. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir auch. Wir haben auch alles, was wir brauchen. Es ist völlig egal, was ihr tut. Es hat bereits begonnen. Die Todlosen werden wiedergeboren. Todal wirft diesen Ketzer endlich in den Abgrund. Ja, ich zerdrück ihn und schmeiß dann die Leiche zertrümmert in den Abgrund. Ja, es knackt einmal vernehmlich. Du kannst dann sehen, wie rote Flüssigkeit zwischen deinen Panzerhandschuhen hindurch spritzt in alle Richtung. Und mit deinem ekelhaften Sapschen kannst du dann die Knochensplitter und die Gehirnmasse loswerden und lässt dann den Korpus runterfallen in den endlosen Abgrund. Wenn dieser Tag vorbei ist, sollten wir alle bittere Tränen vergießen, dass wir nicht früher hier waren und mehr dieser Ketzer davon abhalten konnten, verloren zu gehen. Wir sollten diesen verunheiligten, verdammten Raum komplett zerstören. Es ist eine Schande, dass so etwas auf einem imperialen Planeten existiert. Noch schlimmer unter einer Kathedrale eines heiligen Grabens. Nee, stimmt, aber Holder, wir haben größere Sorgen. Auch wenn die Worte, die er gesprochen hat, und die Worte eines Wahnsinnigen waren, hat er doch von jenen Brüdern gesprochen, die wir wissen, dass sie hier waren. Und wenn er sie wirklich... Das heißt nicht, dass er die Wahrheit gesagt hat oder dass die anderen Marines ihm die Wahrheit erzählt haben, aber sie scheinen irgendwas vorzuhaben. Es könnte bedeuten, dass der Erzfeind sich in die Belange des Planeten einmischt. Er sprach von Koordinaten, die anderen Marines hier unten wohl gefunden haben müssen. Ich glaube, ich weiß, worum es sich handelt, aber ich konnte sie nicht entschlüsseln. Er hat uns auch gesagt, wo wir sie finden. Und wir haben den Lord General den Luftraum überwachen lassen. Wir werden herausfinden, wo sie sich aufhalten und sie stellen. Okay. Liegt dieser Blitzprojektor hier noch irgendwo rum? Die abgeschnittene Hand klammert ihn wohl immer noch. Ich sammle ihn auf und zerdrücke ihn mit der Energiefaust einmal, bevor ich die Überreste dann auch ihrem ehemaligen Besitzer hinterher in den Abgrund hinunterwerfe. Ja, es knistert einmal ein weiterer Blitzbogen, der sich spannt und so ein bisschen schmerzhaft in deinen Maschinengeist reinstrahlt. Spürst so ein bisschen den Widerspruch von ihm, aber mit deinem letzten Knacken kannst du dann diese unheilige Maschinerie hinunter befördern. Ich schnaube mal unter meinem Servo-Helm. Für mich ist es dennoch eine Frevelei, diesen Ort nicht zu zerstören. Die Zeit ist gegen uns. Man sollte auf jeden Fall der Abitis dafür sichern, dass hier keiner mehr reinkommt. Und wenn wir zurückkommen, entledigen wir uns der Stätte. Wir werden die entsprechenden Instruktionen weiterleiten. Ich denke auch, es sollte nicht unsere Aufgabe sein, hier den letzten Rest aufzuräumen. Dafür können normale Menschen sorgen. Dann sollten wir schauen, ob sich noch jemand nach oben mit hier runter befindet. Diese Menschen müssten ja wohl nicht diese Schlucht hier runter geklettert sein. Ich denke, der Gang, den Bruder Arminius versperrt hat, sollten wir wahrscheinlich als Ausgang benutzen. Dann lasst uns aufbrechen, um unsere Erzfeinde zu stellen. Ja, und dann geht es mutig voran. Jo. Der Gang führt sanft ansteigend nach oben. Etliche hundert Meter müsst ihr gehen. Die Wände sind glatt und wurden wohl mit einer ähnlichen Technologie geschaffen wie der Rest des Kenotaph. Ihr könnt an den Wänden den grob behauenen Stein erkennen, auch das Erdreich, was dann irgendwann auftaucht. Und an verschiedensten Stellen wird dann auch abgestützt mit teilweise wohl verrottenen Holzbalken. Ist also unglaublich alt, was hier wohl von Menschenhand mal hineingeschnitten worden ist.
Der Gang windet sich mal in die eine, mal in die andere Richtung. Harte Steinformationen, die dann aufgelöst werden. Und bevor ihr das Licht des Ausganges sehen könnt, werdet ihr schon durch eure Autosinne dem Gestank wahr. Eure Servohelme melden wohl verrottendes Fleisch und Exkremente. Wie in einem Schlachthaus. Dann stellen wir die ab. Die Autosinne meine ich. Ich ziehe auf jeden Fall nicht ganz erfreut meine Nase. Brüder, bauen wir ein Kommuniqué zum Lord General auf. Vielleicht hat er neue Informationen für uns. In der Tat. Octavius? Ja? Kümmert euch darum. In Ordnung. Ja, sind wir jetzt schon an der Oberfläche? Kann ich ungestört funken? Also, wenn du es versuchst, wird keine Antwort kommen. Du weißt nicht genau, wie weit ihr gekommen seid. Ihr seid immer noch in dem Tunnel. Und ja, okay. Vor euch taucht jetzt das erste Licht auf. Nee, dann möchte ich das erst tun, wenn wir an der Oberfläche sind. Also, wenn wir unter freiem Himmel sind. Ich würde gerne ein Stückchen weiter vorgehen, weil dieser Geruch kommt ja von irgendwoher. Ja, lasst uns weiter vorgehen, dann funke ich. Dieser Gestank ist fast unerträglich, doch irgendwas muss er verursachen. Hier sind Stützbalken, hast du gesagt, ja? Aus Holz, verrottet. Könnte man Crackgranaten auf den Timer stellen? Ja, warum nicht? Dann stelle ich an auf 10 Minuten und klebe sie an dieser Balken, wenn wir im Vorbeigehen sind. Okay, soll so geschehen. Dann könnt ihr Tordal folgen. Wenn du den Tunnel verlässt, kannst du sehen, wie wohl vor dem eigentlichen Ausgang Leder hängt. Und wenn du es beiseite schiebst, das kennst du von deinen Zelten, die du auf Fenris selbst mal hattest, kannst du so sehen, dass du in einer gewaltigen Gerberei herausgekommen bist. Überall hängen die Häute von verschiedensten Tieren, mal Groxe, mal irgendwelche anderen Kreaturen, irgendwelche Xenos-Bestien, die hier wohl zum Gerben aufgespannt sind. Und ja, überall dampft es, die verschiedenen Bottiche. Du kannst da wohl erkennen, wie zwei junge Burschen an einem übel riechenden Chemikalienbottich irgendwas schrubben. Wahrscheinlich ist diese Einrichtung auch von Kultisten unterwandert. Diese Gedanken hatte ich auch gerade. Wir sollten kurz mit dem Geschäftsführer sprechen. Ja, dann sollten wir mal einen der Jungs da fragen, wer denn hier der Boss ist. Ja, wenn du dann den Vorhang beiseite schiebst und dann auf diesen Chemikalienbottich zu marschierst, werden sie euch auch viel zu spät bemerken, lassen dann erstmal ihre langen Schaufeln, mit denen sie gerade gerührt haben, in den Bottich selbst fallen und heben ihre Hände. Ich ziehe auch meinen Bolter. Nicht schießen! Wem wo ist euer Anführer? Meister Aldrich, er ist bei euch? Er zeigt, einer der beiden Jungs zeigt auf den Gang. Das war einer der Kultisten, die da drin waren. Ah, okay. Wir sollten die Arbeiter zusammentreiben und der Inquisition übergeben. Dies ist unsere Zeit nicht wert. Ja, da hast du recht. Wie viele von euch sind noch hier? Nur wir beiden. Wir dürfen da nicht runter. Das könnte ein positiver Aspekt für sie sein, dass sie da nicht unten waren. Wir wissen nicht mal, was da ist. Wir wissen nur, dass Meister Holdreck mit den anderen ab und zu mal nach unten gegangen ist. Wir könnten lügen. Warum sollten wir das Risiko eingehen? Es sind nur noch zwei. Wie übergeben Sie der Inquisition? Wie wird mit Ihnen verfahren? Ob ich irgendwas finde, was aussieht, als könnte ich sie da reinpacken und von draußen gut verschließen kann. In den Bottich. In den Bottich, dann wären sie nicht mehr zum Übergeben fähig. Also du könntest einen der Bottiche, da stehen sicherlich auch welche, die schon umgekippt sind, wo keine Chemikalien mehr drin sind. Wenn du die jetzt über die beiden kippst, dann werden sie den nicht mehr aufheben können, der ist zu schwer. Ja. Genau das habe ich dann vor. Gut. Ich suche nach einem Ausgang, ich will funken.
Ja, einen Ausgang wirst du auf alle Fälle finden. Das ist eine gewaltige Gerberei. Wohl im Erdgeschoss seid ihr rausgekommen. Gibt da wohl auch noch einen oberen Stockwerk. Räume für Lehrlinge, für den Gerber selbst und mit den paar Zimmern. Aber wenn du dann nach draußen trittst, neben den ganzen ja, geschlachteten Tieren vorbei, auch irgendwie Fleisch, was hier verkauft wird draußen, kannst du dann nach draußen treten, stehst zwischen einem Meer von den Holzhütten irgendwo mitten in der Hauptstadt und ja, das Signal ist wieder da. Kann ich einen Kontakt zu unserem Schiff im Orbit aufnehmen, zu Adrielle Quist? Adriel Quist, ja, warum nicht? Bruder Octavius an Adrielle Quist, bitte kommen. Adrielle Quist hier, kommen. Inquisitorin, wir haben Neuigkeiten. Wir befinden uns gerade in der Nähe des Grabmals des heiligen Achillus und haben dort Xenoketzerei gefunden und Kultisten, die diese offensichtlich verehren. Wir erbitten ein Aufräumkommando. Mit Widerstand ist nicht mehr zu rechnen. So verstanden. Ein Aufräumkommando wird euch gewährt und geschickt. Dann seid ihr auf den Spuren von Vincent? Negativ, aber wir haben Xeno-Artefakte geborgen. Und weitere Informationen, um unsere Suche fortzuführen. Die Artefakte ähneln denen, die er in seinen Aufzeichnungen beschrieb. Korrekt. Wir müssen unsere Einsatzkräfte wahrscheinlich bald verlegen auf die südlichen Inseln. So verstanden, dann nehmt das Shuttle, was wir euch gestellt haben. Laut meinen Aufzeichnungen ist die Pilotin noch direkt über euch. Verstanden. Das Grabmal muss auch gesichert werden. An unserer Position ist ein Eingang, aber am Grabmal ist auch ein Eingang und das Grabmal wurde geschändet. Wir sprechen mit dem Adeptus Abitus. Übrigens, ihr hattet Kontakt zu dem Prinzpräfekten, korrekt? Das ist richtig, aber er hat sich als nicht besonders informativ herausgestellt. Wir müssen euch leider berichten, dass es einen Anschlag auf den Prinzen gab und er gestorben ist. Nun, das ist unerwartet. Wisst ihr warum? Nun, es war wohl ein Anschlag einer Gruppierung, die Söhne von Taik, wie sie sich wohl nennen. Kennt ihr diese Gruppe? Sie klammern sich an die alte Ordnung und lehnen die imperiale Anwesenheit auf diesem Planeten ab. Vielleicht sind sie identisch mit den Xenokultisten, die wir hier angetroffen haben. Sie sind wiedergeboren. Diese Kultisten verehren eine Xenoart, die sie die Todlosen oder die Wiedergeborenen nennen. Wir haben herausgefunden, dass ihr Anführer Fenrir Cerberite. Genau, heißt. Und dass es wohl auch im Orbit noch einen Freihändler gibt, der mit Xeno-Artefakten handelt. Wir haben zwei Gefangene in dem Grabmal hinterlassen, gefesselt und verschnürt. Die könnten uns Informationen geben, wie wir diesen Freihändler kontaktieren können. Wir überlassen dies vorerst euren kundigen Händen, Inquisitrix. So verstanden. Wir werden uns um das Grabmal kümmern. Diejenigen, die ihr dort im Grabmal gefunden habt. Und um diesen Freihändler. Folgt der Spur nach Süden. Verstanden. Der Name des Freihändlers ist Alexei Dresch. Ja, stimmt, den Namen hatten wir auch, gell? Hatten wir. Octavius aus. Dann gibt's nur noch ein Rauschen.